Das zweite Pre-Playoff-Spiel gegen die Heilbronner Falken steht an und wir wollen gar nicht groß reden, sondern wir wollen unseren Cheftrainer fragen. Franz, wie sieht's aus? Wer ist dabei, wer ist nicht dabei? Musst du auf jemanden verzichten und wie hast du die Jungs jetzt in den letzten Tagen auf dieses extrem wichtige Spiel eingestellt? Ja, wir haben eigentlich alle dabei. Es fahren alle mit nach Heilbronn. Wir fahren heute los. Es fahren alle mit und wir haben, glaube ich, sehr, sehr gut trainiert. Die Mannschaft weiß, was los ist. Wir wollen da morgen nach Hause fahren mit 3 Punkten und am Sonntag hier wieder spielen. Und ich denke, die Mannschaft ist heiß. Wir wissen selber, dass wir uns in die Lage gebracht haben. Wir müssen da raus. Wir wollen nicht heute Schluss, wir wollen nicht am Freitag aufhören müssen. Wir wollen über Ostern Eishockey spielen. Und das ist unser Ziel. Wir werden alles, was irgendwo möglich ist, dafür tun. Hast gerade schon erwähnt, ihr fahrt heute schon nach Heilbronn. Wie kann man sich denn den Ablauf vorstellen? Das Spiel morgen findet ja erst 20 Uhr statt, ist also noch ein sehr langer Tag. Was steht da auf dem Programm? Ja, wir fahren heute hin, werden die Kabine ins Zeug ausladen, fahren dann morgen in die Halle, werden uns ein bisschen trainieren, dann Mittagessen, ein bisschen ausruhen, dann Kaffee trinken und noch mehr Video und Restbesprechung und dann fahren wir zum Stadion und dann gehen wir in den Kampf über. Viel Erfolg, wir drücken die Daumen und hoffen natürlich auf den Erfolg in Heilbronn. Ja.